Hi Leute und ein herzliches Willkommen zurück auf meinem kleinen, aber feinen Kanal. Hoffe, euch geht's allen gut und wir machen direkt weiter mit Jessie, die eine Special Mission für uns hat. Bist du bereit? Yes. Okay, komm gegen Abend zum Bahnhof. Ich zähle auf dich. Wenigstens stimmt der Lohn. Heute Nacht fahren keine Züge mehr. Die haben die späten Linien gestrichen. Aus diesem Grund haben wir uns die hier geliehen. Damit kommen wir rauf. Könnt ihr Gedanken lesen? Du hast dich in letzter Zeit so seltsam benommen. Du warst immer ziemlich geistesabwesend. Das hat man irgendwie voll gemerkt. Entweder das oder total aufgedreht. Und wie schließt ihr daraus, dass ich nach oben auf die Platte möchte? Sagt nicht, ich habe Selbstgespräche geführt oder so. Klar, dass man vor so einer Aktion nochmal die Eltern sehen will. Nicht wahr? Ihr habt mich erwischt. Und so dreist, wie wir nun eben sind, haben wir uns einfach mal mit eingeladen, wo wir doch selbst keine Eltern haben. Leben deine noch, Cloud? Hä? Nein. Okay, dann fahren wir halt alle zusammen. Geteiltes Leid ist schließlich halbes Leid. Ja! Cloud, mach mit. Hey Jungs, habt ihr eure gefälschten IDs dabei? Klar, was denkst du? Dann los, ihr Schnarchner! Voll das Vollgas! Besser als nix! Cloud! Ja? Lass mir rauffahren. Hab nur am Rande was mit meinen Eltern zu tun. Also, die Explosion in Reaktor 1 war viel zu stark. Das lag doch an Makrogasen. War es nicht so gewesen? Ja, das habe ich zwar gesagt, doch ich glaube, es war in Wirklichkeit meine Schuld. Ich habe viel stärkeren Sprengstoff benutzt, als in meinen Plänen stand. War wohl keine so gute Idee. Klartext. Was steht an? Ich muss die Sprengkapsel der nächsten Bombe unbedingt austauschen. Aber leider kann ich meinen Händler einfach nicht erreichen. Also will ich mir eine von Shinra leihen. Von Shinra? Wie willst du das schaffen? Du hilfst mir doch sicher, oder? ID-Check! Das! Okay. Schlecht. Kontrollpunkt passiert. Ab jetzt wird es etwas schwieriger. Was meinst du damit? Ja, das gefällt mir. Ist der Tunnel eigentlich gesperrt? Sobald Kontrollpunkte geschlagen werden, wird Alarm ausgelöst. Ganz genau. Ernsthaft? Na super. Ah, kein Problem. Wir haben ja Klang dabei. Hast du bei Soldaten gelernt, wie man so eine Maschine fährt? Ja, gab viele Motoren einsetzen. Ach, da immer. Oh. Das wollte ich jetzt eigentlich machen. Geh weg, Dix. Ich will die nächste Rampe. Freust dich wohl drauf. Na klar freue ich mich darauf. Eine wilde Verfolgungsjagd auf dem Motorrad. Die Arme um einen starken Mann geschlossen. Meine Güte. Oh, hoppla. Einmal. Dix, geh weg von der Mitte. Ich will die Dinger. Yay. Halten wir an, wenn ein Alarm losgeht? Anhalten! Ganz deiner Meinung! Anhalten, wenn der Alarm losgeht? Ist der nicht schon losgegangen, wenn die uns angreifen? Distanzangriff. Was heißt hier träumen?
Wer macht denn hier die ganze Arbeit, Jesse? Gerade ernsthaft noch erwischt. Die Lage ist ernst. Ah, ah, Hilfe! Boah, diese Bomben sind nervig. Einer weniger. Ist der gerade weitergefahren, obwohl er schon down war? Das war seltsam. Oh. Moment, kann ich hier eigentlich doch? Viel Spaß, Alter! Oh, Tatsache. Du brauchst unsere Hilfe gar nicht, was? Was hat es mit der Prinzessin zu tun, Chassis? Let's go! Meldung von Soldat! Einer ihrer Männer nimmt die Verfolgung auf! Verstanden! Soll das heißen, er kommt? Bestimmt! Lass uns das hinter uns bringen, sonst fährt er uns gleich mit über den Haufen. Oh Mist! Bin schon unterwegs. Ganz schön langer Weg. Fahren wir direkt zum Bahnhof? Nein, zu den Abstellgleisen. Oh, schade, dass meine Spritze mit dir jetzt schon zu Ende ist. Wir beide sind auch noch da. Kann ich nicht hören. Kannst du wohl. Yay, Gegner. So geht's ja nicht. Bin schon dabei. Jesse, du hast doch sicher auch eine Waffe. Greif mal ein bisschen besser. Mach dich nützlich. Welcher Freak? Mein Geist ist kranker. Tut, tut! Spinnt er? Wenn man nicht aufpasst, hängt das Leben einen ab! Na, auf der Spritz nur mit einer Lady? Ah, wie romantisch! Darf ich mich einklinken? Aber natürlich. Oh, nicht was? Na gut, wie wär's stattdessen mit einem Rennen? Redest du mit mir? Ich bin denn sonst? Vergiss es. Was? Ich kann dich nicht hören! Du bist so langsam, deine Worte kommen bei mir nicht an! Wer ist der Typ? Boah, ich komm nicht hinter dem her. Eine Frage, junge Dame. Die Leute nennen mich Lotsche. Ich selbst bezeichne mich als einen Geschwindigkeiten-Junkie. Du hast ja doch... Wow. Deine hübsche Stimme kommt bei mir an, Kleine. Oh, sehr richtig. Herrlich!
Ich habe jetzt schon richtig viel Spaß! Wow, what? Also ich finde ihn cool. Na, wo ist er denn? Hat er mich gerade Lamasch genannt? Das geht ja gar nicht. Na, ich kann nichts machen. Sorry. Der macht sehr seltsame Dinge. Ja, geht doch noch. Backe halten. Was macht der Typ? Reagier nicht drauf. Scheint ihn nur anzustarren. Ja, nicht übel. Ich sehe Potenzial. Und Liebe zum Motorrad. Doch, no! Wärst du nur, statt das Waren zu leben! Ist so ein richtig kaputter. Es ist mehr als nur ein Transportmittel. Es kann zu einem Teil von dir werden. Du musst es nur zulassen. Oh. What the fuck? Mehr davon! Lass es mich spüren! Feuriges Geschick! Na komm, überhol mich wieder. So, jetzt. Oh, das ist wie Slalom fahren. Lässt sich also doch ausweichen. Komm schon. Hat kein HP-Balken mehr, was ist jetzt los? Hast du genug? Noch lange nicht. Als würde ich vorzeitig aus diesem Rennen aussteigen. Bis die Motoren zum letzten Mal aufräumen, möge der bessere triumphieren. Wie ist das? Der Höhepunkt des Kampfes! Jesse, lenk du mal. Was? Das schöne Schwert. Schade, das war's wohl. Vorerst. Nächstes Mal tragen wir es alleine aus. Alles klar? Mal sehen. Yippie-yay! Geisteskrank. Gut gemacht. Dem hast du es gezeigt. Freut euch nicht zu früh. Weg hier, bevor die Verstärkung kommt. Urgeisteskranke NPCs in dem Game. Nicht schlecht. Nicht schlecht, was? Gefahren. Das musst du mir nicht sagen. Naja, allerdings ist bei dir ehrlich gesagt noch etwas Luft nach oben. Na und? Könntest dich also ruhig noch ein bisschen mehr reinhängen. Dann fällst du runter. Sehe ich etwa zerbrechlich aus? Sag. Halt dich ordentlich fest. Huh? Was ist? Wär's um mich geschehen? Ja. Reingelegt. Cloud, lächeln. Oh. Da hinten ist es schon. Das ist unser Ziel. Hier laufen wir.
ist nicht mehr weit und so fallen wir weniger auf. Die Brille ist viel zu eng für mich. Hübsche Augenringe. Ich schufte halt Tag und Nacht für euch. Ja, ja. Schon gut, ihr beiden. Kommt, los. Aha. So, mal schauen, was passiert, wenn wir jetzt zurücklaufen. Bleib bei uns, sonst verläufst du dich. Ach, schade. Und ihr müsst ab jetzt normal laufen? Warum? Bin mir ziemlich sicher, dieser Lodge oder wie er heißt, kommt wieder. Das ist ein geschlossenes Wohnviertel. Hier kommt man nur mit einem Zaubertrick rein. Lass mich raten, Knopf drücken. Wow. Simsalabim! Wie laufen wir denn in die andere Richtung? Laut! Wir sind hier drüben! Nein, Wedge, seid ihr nicht. Das ist eine Lüge. Oh, sieht doch nett aus. Das hier sind Firmenwohnungen. Meine Eltern arbeiten beide für Shinra. Uns ging's dank den Mako-Reaktoren eigentlich immer ganz gut. Na, schauen wir uns doch mal ein bisschen um. Business. Okay, kann ich nicht lesen. Na komm, Kleine. Weg ist er. Der Dame war ich wohl nicht fein genug. Kein Kommentar. Bei Shinra verdient man garantiert zigmal so viel wie wir. Stamp supports our troops. What? Was ist Stamp? Maskottchen oder was? Seht mal! Das Licht brennt jeden Abend. Für den seltenen Fall, dass ich meine Eltern besuchen komme. Mutter ist eine Spießbürgerin, wie sie im Buche steht. Ob sie wohl Pizza parat hat? Eine Midgar-Spezial? Jessies Mutter macht uns immer was zu essen. Egal, wie spät wir bei ihr auf der Matte stehen. Sie freut sich, wenn den Leuten ihr Essen schmeckt. Gut. Los geht's. Cloud, du weißt, was du zu tun hast. Warte erstmal hinter dem Haus. Ja, geht klar. Eigentlich echt schade, dass du nichts von der Midgar-Spezial abbekommst. Wedge denkt nur ans Futter, ich sehe schon. Auf eine Pizza hätte ich jetzt auch wieder Bock. Du hilfst mir doch sicher, oder? So ein Alleskönner kann schließlich alles. Du schleichst dich in mein Haus und klaust was, okay? Das Game hat's echt mit Katzen. Ich seh schon. Warte ein wenig, dann geh durch die Hintertür. Achte auf. Das Licht im Zimmer, das ist das Zeichen. Die Katzen wissen, was wir hier treiben? Die Katze bleibt hocken. Ach, Katze. Ist es nicht so ein Krankenhausmonitor? Durch den Hintereingang kommst du in einen Flur. Dort gehst du durch die Tür auf der rechten Seite. Nicht durch die vor dir. Dahinter sind wir. Wer hätte es gedacht, Jessie? Glaubt, das kriege ich noch hin. Deswegen laufen wir auch in die falsche Tür. Tut mir echt leid, dass wir so spät stören. Sicher was? Das ist doch dein Zuhause. Aber erzähl, wir laufen die Proben. Ach, geht so. Wir machen ordentlich Krach und versuchen, meine Mutter abzulenken. Und mein Vater...
siehst du schon selbst. Strahlenschutzanzug oder was? Du musst für mich die ID-Karte meines Vaters finden. Sie muss irgendwo in seinem Zimmer sein. Ich bring das selbst einfach nicht übers Herz. Darum zähle ich auf dich. Wahrscheinlich ist die ID im Anzug. Na, wir schauen uns trotzdem an. Fehlanzeige. Na, was haben wir denn da? Bilderchen. Jesse? Es ist ein Mensch. Vielleicht. Ein Brief? Wir lesen, oder? Lieber Papa, liebe Mama, geht es euch gut? Es tut mir leid, dass ich so lange nicht geschrieben habe. Aber jetzt ist mein Traum endlich in Erfüllung gegangen. Ich habe es geschafft. Ich habe im Gold Source eine Rolle bekommen. Ihr könnt mich also schon bald auf der Bühne sehen. Ich weiß, dass ihr euch große Sorgen um mich und meine berufliche Zukunft gemacht habt. Hauptrolle, Jesse. Was? Ja, das ist ein bisschen lü-lü-lü. Sieh schon. Und? Ist es da drin? Mein Vater war für die Instandhaltung der Reaktoren verantwortlich. Ist das ein Button? Nichts für ungut. Wer steckt denn einen Button in den Strahlenanzug? Oder was soll es darstellen? Das versaut doch den ganzen Zweck von dem Strahlenanzug, wenn du ein Loch reinmachst. Welcome? Nope, wir gehen. Keine falsche Zurückhaltung. Kommt halt auch mega seltsam, wenn die Tür hier hinten offen steht, wenn wir gehen. Ein bisschen Lautstärke machen. Sonst ist hier nichts mehr, ne? Ja. Das wäre erledigt. Und du willst im Gold Saucer bleiben? Obwohl du gerade nicht selbst auf der Bühne stehst? Ohne sie würde da gar nichts laufen. Du vergeudest hinter den Kulissen dein Talent. Ich finde, du solltest nach Hause kommen. Hör mal, du könntest dich doch am Theater in Sektor 8 bewerben. Ja, irgendwann vielleicht. Okay, Mama. So langsam müssen wir wieder los. Schon? Unser Besuch war ja eigentlich gar nicht geplant. Aber Wedge wollte unbedingt eine Pizza essen. Hat sich gelohnt. Bist du denn überhaupt satt geworden? Also ein bisschen ist eigentlich noch Platz. Wedge! Pizza nährt die Seele, Leute. Mit knurrendem Magen kann ich nicht arbeiten. Ich muss die Sprengkapsel der nächsten Bombe unbedingt austauschen. Aber leider kann ich meinen Händler einfach nicht erreichen. Also will ich mir eine von Shinra leihen. Hat's geklappt? Ja, hat es. Jetzt wird es ernst. Mit dieser Karte kommen wir in die Lagerhalle rein. Gut, gehen wir. Nein, ich gehe alleine. Ich weiß schließlich, wonach ich suchen muss und wo ich es finden kann. Aber dann waren wir ja nur zum Essen hier. Die Kalorien trainiert ihr gleich ab. Ihr beide geht Cloud nämlich zur Hand. Also, ihr wisst doch, wie wir drei vorhin meine Mutter abgelenkt haben, oder? Und die Masche wiederholt ihr jetzt einfach nochmal, ja? Also eine Finte? Du hast erfasst, du Vorzeigesoldat. Wie,
Also sollen wir diesmal mit irgendwelchen Shinra-Leuten Pizza essen? Oh ja. Wir sollen uns wohl eher mit ihnen prügeln. Wir lenken die Wachen ab. In der Zwischenzeit kannst du dich drinnen umsehen. Hat's erfasst, du Vorzeige-Bix. Sobald ihr mein Leuchtsignal seht, stürmt ihr drei den Platz vor der Lagerhalle. Macht ordentlich Radau. Ich brauche möglichst viel Zeit. Ha, zum Glück haben wir einen Ex-Soldaten dabei. Wie viel Zeit brauchst du denn genau? Das weiß ich erst, wenn ich da drin bin. Und deshalb achtet einfach auf mein zweites Signal. Dann treffen wir uns vor dem Komplex. Wart mal. Wie kommen wir zurück in die Slums? Mit dem ersten Zug morgen? Nein. Wir müssen noch heute zurück. Aber ich hab schon einen Plan. Keine Angst. Also, Hals und Beinbruch. Gut, starten wir das Ablenkungsmanöver. Du hast ja Jessys Vater gesehen, oder? Ja. Er leidet an einer Marco-Vergiftung. Das ist genau passiert, als Jesse am Theater im Gold Saucer... Ach, interessiert dich sicher nicht. Doch. Red bitte weiter. Jessie wollte schon immer Schauspielerin werden. Hatte ihr ganzes Leben darauf hingearbeitet. Und endlich eine Hauptrolle bekommen. Ihre Eltern haben sich mindestens genauso gefreut wie sie. Aber dann, kurz vor der Uraufführung... ist ihr Vater plötzlich zusammengebrochen. Überarbeitung. Er fiel in einer entlegenen Ecke Katzen. Und lag dann mehrere Stunden bewusstlos in einer Marco-Lache. Als man ihn endlich fand, war es schon zu spät. Seitdem liegt er im Koma. Danach hat Jessie angefangen, sich mit Büchern über das Leben des Planeten zu befassen. Und hat sich Avalanche angeschlossen. Jessie glaubt fest daran, dass die Seele ihres Vaters über das Marco im Planeten zwischen dem Dies und dem Jenseits hin und her wandert. Darum will sie die Reaktoren zerstören. Um die Seele ihres Vaters im Marco zu schützen. Findest du das komisch? Im Gegenteil. Endlich kann ich eure Motive mal nachvollziehen. Verstehe. Auch wenn sich's trotzdem deppert anhört. Im Marco fließen viele unserer Wünsche und Hoffnungen. Daher dürfen wir es nicht einfach benutzen, wie es uns passt. Verstehst du? Sag Jessie bloß nicht, dass wir mit dir darüber gesprochen haben, okay? Sonst rastet sie am Ende wieder aus. Übertreibst du nicht etwas? Wenn du wüsstest, zu dir ist sie ja immer nett. Ich Glückspilz. Ach, Cloud. Ah, der Komplex, von dem Jessie gesprochen hat. Ist hier Loot? Am Ende der Mission treffen wir uns alle hier. Jetzt müssen wir warten, bis Jessie uns das Zeichen gibt. Es ist so ruhig hier. Hier hinter müsste der Platz liegen. Stopp. Nicht eine Wache in Sicht. Was ist denn da los? Da ist uns wohl jemand zuvorgekommen. Das war aber nicht Jessie, oder? Wenn das mal nicht ins Auge geht. Gehen wir. Ja. Haben wir etwa Konkurrenz? Niemand zu sehen. Äußerst seltsam. Da. Da ist der Platz. Und dahinter ist die Lagerhalle. Jessie wird sich irgendwo... Ist hier noch irgendwas? Hahaha, Loot. Wusstest du. So, aber ich würde sagen, wir gehen in der nächsten Folge dort rein, weil keine Ahnung, was da auf uns zukommt. Das wird wahrscheinlich länger dauern. Also macht's gut und bis zur nächsten Folge. Ciao.